Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sniper DD4. In der vergangenen Folge haben wir hier aufgehört mit sehr vielen Gegnern, die uns töten wollen. Das ist wirklich nicht sehr gut. So, komm, du bist das Erste dran. Boah, wie soll man denn das jetzt hier überleben, Leute? Das ist ja mal richtig schwer hier. Was mich auch gerade ehrlich gesagt immer noch ein kleines bisschen nervt, die Musik hier, dass sie so laut ist. Ich höre, dass die aufhört. Das zerstört meine Ohren. Okay, was müssen wir machen? Schalte die gepanzerte Bedrohung aus, ja. Das heißt, wir müssen die Tanks zerstören. Na toll. Das Problem ist bloß, wir haben nichts zum Sprengen. Das ist eben bloß jetzt mein Problem. Was hat er gerade gesagt? Mit Sprengstoff. Information, Lieferung finden. Deutsche Waffenkammer. Dort könnte eventuell was sein oder dort. An einem der beiden Orte wird hundertprozentig was sein. Hundertprozentig, das sage ich euch jetzt schon, Leute. Wir rennen jetzt hier lang. Kommt schon, wir packen das. Wir sind eine Elite-Einheit. So, kommt schnell rein. Wow, 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 wow. So. Das wird mal zerstören und bumm. Sah schon. Eine Bedrohung haben wir zerstört, aber die fährt ja nicht rum. Das Problem ist, die anderen fahren rum. Das ist eben dabei das Problem. Mal ganz kurz hier schauen. Lieferung. Dort könnten eventuell Sprengladungen oder so zu finden sein. Oder in der Waffenkammer. Na gut, Waffenkammer auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht. Du hast Waffenkammer? Was meint ihr, Leute? Okay, das mit Waffenkammer ist plötzlich verschwunden. Ja. Weil wir haben ja jetzt hier wirklich nur die Stolpermine. Die Tellermine wäre ganz praktisch. Oder so eine S-Mine. Ja, S-Mine, die kenne ich noch von Sniper Elite 3. Die war da immer sehr praktisch. Und da hinten kommt ein Tank. Wir warten mal ganz kurz. Ich hoffe, der fährt vorbei. Wir hoffen einfach mal. Wenn der hier hält, dann, ja. Haben wir die Arschkarte gezogen? Um es mal so zu sagen. Komm, wo fährst du lang? Kollege? Kollege? Ich weiß nicht, ich schnell ganz rüber ins Haus rennen. Nee, 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 der fährt vorbei. Okay, komm schon. Und jawohl. Oh, 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 oh. Er hat uns fast gesehen. Los, fahr weiter. Dreh dich mal bitte. Ich nehme schnell dort drüber ran. Okay. Wir sind drüben. Feind sucht, ja. Wir lassen ihn suchen. Wir lassen ihn suchen. Okay, Lieferung. Hier ist sie jetzt. Irgendwo. Ich hoffe jetzt einfach, dass es hier irgendwo was zum Hochjagen gibt. Ganz schön hell da drin. Okay, anscheinend müssen wir sogar dort rein. Na toll. Finde heraus, was die Deutschen transportieren. Ja, 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 wird gemacht. Das Problem ist ihm jetzt bloß, ich weiß nicht, was uns jetzt hier so erwartet. Ich habe ehrlich gesagt nämlich kein gutes Gefühl, weil wenn man hier unten auf die Karte guckt, wie viele Punkte dort sind, sind echt sehr viele. Oh, wow, 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 wow. Lauf, Karl Fairburn. Lauf. Okay, den hier zuerst tun, ich weiß nicht.
Einfach mal machen. So. Oh shit, oh shit, oh shit. Andersherum wieder. Ne, da hinten den nicht schauen, würde ich sagen. Wir probieren mal. Oh nein, 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 oh nein. Bitte stirb! Kollege! Danke. So, ganz schnell alles mitnehmen. Kommt schon. Wir packen das, Leute. Boah, shit. Los, zeig dich mal da drüben, bitte. Au. Das tut mir auch weh, meine Güte. Boah, das war's für mich. Die Mission schaffe ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwer hier. Mir kommt hier vor, als ob die Gegner aber auch immer wieder herkommen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Gestern haben wir dort drüben ja schon sau viele umgebracht. Gestern in der Folge. Und was ist es? Es sind einfach mal wieder unnormal viele wieder. Mir kommt vor, als ob die wieder unendlich, als ob die hier unendlich nachspawnen, die Gegner. So kommt man es hier schon vor. Sollte das so sein, finde ich das echt rotz. So, kommt schon. So, wir müssen ihn looten. So, komm, gib mir all deinen Kram. Dankeschön. Sehr großzügig. Nach unten, so. Jawohl, Infanterie-Kill. So, kurz Verband drum machen. Gut, jetzt fühlen wir uns schon mal ein bisschen besser. Wow. Schnell weg hier. Nächster bitte. Au, 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 das tut doch weh. Hallo, Mitleid haben. Autsch. Das tut ehrlich gesagt weh. So, jetzt komm her. Du blöder Wichser. Ey, stirb. Ist ja wie so ein Juggernaut. Komm schon. Der soll sterben. Der soll einfach sterben, Leute. Mehr erwarte ich doch nicht mehr von ihm. So, das war unser letztes Heilungsgedöns jetzt hier. So, kommt schon. Der entscheidende Schuss. Wird er ihn töten? Jawohl. Herztreffer. So, schnell hier rein. Sehr gut. Haben wir hier irgendwo was zum Sprengen? Konto, das kann ja jetzt nicht hier alles so leer sein. Okay, haben wir Kram. Wir laufen hier einfach mal so durch. Aber die werden doch hier was zum Sprengen haben, oder nicht? Na toll. Weil ansonsten haben wir jetzt echt so viel Pech. Wir haben eine Granate. Ja. Aber mit der kann ich eben auch nichts anfangen. Und damit kriegen wir auch wieder kein Tank weg. Oh Mann. Wie kommen wir jetzt hier durch? Das ist jetzt echt hier die Frage. Wir überleben das never. Weil, wie sollen wir bitte schon hier die Tanks ausschalten? Nochmal ganz kurz hier gucken. Lagerhaus untersuchen, so, das machen wir jetzt. Wir begeben uns jetzt sofort zu dem Lagerhaus. So, kommt schnell hier lang. Renn, 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 renn. So, wir sind angekommen. Okay, wir probieren mal etwas langsamer vorzugehen. Friedensschau, was? Was ist die Missionsname hier? Plünder die deutsche Waffenkammer.
Ja. Mir zeigt hier nicht mal an, wo die Waffenkammer ist. Panzer zerstören. Okay, ich glaube, das Lagerhaus hier, das könnte die Waffenkammer sein. So wie es aussieht. Feind sucht, na toll. Okay, das sieht mir ein bisschen aus wie eine Waffenkammer. Oh, hier oben sind welche, wie es aussieht. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Joa, nett. Oh, wo? Na toll. Wir müssen die anderen noch dort oben ausschalten. Es bleibt ja keine andere Wahl. Also sind wir mir jetzt hier komplett entdeckt. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Na toll. Schade, das ist ja ein normaler Soldat. Komm, du noch. Sehr schön. Und jetzt schnell die Waffen plündern. Wir müssen unbedingt die Waffen plündern, Leute. Oh, na toll. Ja, dann schalten wir eben erstmal Infanterie aus. Los, Kollege, stopp. Okay, gut. So. Von wo kommt ihr jetzt? Hier irgendwann mit einer, oder? Ne, 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 ne. Nicht unten. So viel steht fest. Boah, wie soll man die jetzt hier nochmal wegkriegen? Weil jetzt sieht es erscheinen, wie viele Gegner hier sind. Der Engine war ab. Wäre abzuhauen, aber wir müssen sie töten. Wir müssen ja schließlich hier plündern erstmal. Boah. Kommt schon, wir müssen das schaffen, Leute. Boah. Es geht hier ab. Wisst ihr, wo sind die hin? Ich glaube, die kommen alle hier hoch. Kann das sein? Und da drüben ist einer. Oder? Hab ich schon nicht richtig gesehen. Schießen wir mal dort drauf. So. Mann, ich dachte, das lenkt die vielleicht ein bisschen ab. Wow, wir haben die Granate getroffen. Oh mein Gott. Nein, wir können sie ja nicht mehr heilen. Oh shit. Wir holen die jetzt hier weg. Nochmal Granate getroffen. Okay, komm schon, das müssen doch bald jetzt hier die letzten sind. Der Junge aufgeflogen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Die sind ja mal ultra heftig hier gerade. Infanterie-Kill, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben sie gleich alle. Ah, hier kommen immer noch neue. Aber Hauptsache, wir haben erstmal den Großteil. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich komme auch gerade, ehrlich gesagt, gar nicht dazu, ordentlich hier zu quatschen. Weil wir übelst unter Druck hier, ehrlich gesagt, gerade stehen. Wegen dem ganzen Feindbeschuss. Okay, eine Stolpermine. Gut. Wir holen den uns dort hinten. Der, der hier hoch geht, da gehört mir. Komm, Kollege. Das hole ich mir. Kannst du hier vorrennen? Komm, 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 komm. Wow. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wo ist der hier unten? Hä? Kollege? Ey, wow, 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 wow. Da traut sich aber jemand hier was. Okay, sehr gut. Wir haben sie erstmal soweit sicher. Aber es kommt schon der nächsten wieder. Wir müssen unbedingt jetzt schnell hier die ganzen Waffen und den exklusiven Kram holen. Kurz hier ran, so. Wow, verbannt. Oh mein Gott. Wie gut das tut. Klammer einnehmen. So. Sehr schön. Alles schön mitnehmen. Und Kiste, komm. Explosiver Kram ist ja drin, oder? TNT, S-Mine. Das hier wird sehr nützlich sein. So wenig nur, ich spreche schon ein bisschen mehr. Okay, TNT. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte gerne einen Raketenwerfer. Gibt's ja auch bei Sniper Elite. Und daher hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass hier ein Raketenwerfer irgendwo liegt. Aber naja, man muss sich damit zufrieden geben, was man bekommt. Okay. Halt, hier haben wir nochmal eine Kiste. Kiste durchsuchen, kommt. Munition und. Ja, nicht. Okay. Wo haben wir die Tanks? Hier und hier. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die hintere Seite hier. Weil von hier rechts ja die Gegner gerade kommen. Das packen wir. So, ganz kurz hier Munition wechseln. Wir wurden zwar schon entdeckt, aber noch nicht von denen auf der Seite hier. Von daher leise wegräumen. Kommt den auch noch? Sehr schön. So. Munition wieder wechseln zu unserer normalen. Hier kommt der Tank. Ich weiß nicht, fährt er hier hoch. Was? Aktiv? Zweite Aktivierung. Was nehmen wir? S-Mine. Stolpermine, TNT. TNT würde ich vorschlagen, oder, Leute? Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Tank Nummer 1 ist weg. Aber das ist ehrlich gesagt so eine Mission, wo ich wirklich sagen muss, ich bin wirklich hier kein Schleichexperte. Also wer das hier leise hinkriegt, ohne entdeckt zu werden, Respekt, bekommt da von mir echt. Gibt's ja Leute. Die spielen das Spiel hier auf sau hohen Schwierigkeitsgrad durch. So. Bam. Sehr schön. Sehr schön ausgeschaltet haben wir. Gut, dorthin ist der Tank. Ich würde sagen, wir benutzen nochmal Dynamit. Wow. Die Frage ist eben bloß, was ist die Route von dem Tank? Wegen dem Dynamit, dass ich das auch gut hinlege. Zum Beispiel dort gerade eben hat man ja Glück, dass er überhaupt dort lang gefahren ist. Okay, da hinten ist er ganz einsam. Der gute Tank. Hier war ja vor uns noch eine Wache. Wo ist die hin? Okay, seltsam, seltsam, seltsam. Ich weiß nicht, ich würde hier Dynamit hinlegen und ihn hier hinterlocken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Boah. Was? Mit einem Schuss holt er ihn weg. Will er mich verarschen? Na gut, es ist ein Tank. Es ist ein Tank. Aber es ist schon trotzdem ein kleines bisschen scheiße schwer. Wie will man das schaffen? Das muss man mir da mal so erklären. Das Problem ist ja, ich muss ja zu dem hin wegen dem TNT.
Ich glaube kaum, dass er zu mir rübergefahren kommt. Na gut, oder wir warten einfach mal ab. Wir warten einfach ab, wie ein wahrer Scharfschütze. Letztendlich, der wird irgendwann wieder vorbeifahren. Und dann haben wir ihn. So machen wir es jetzt einfach. Auch wenn ich es zugeben muss, ich würde ihn eigentlich gerne jetzt schon hochjagen. Hä, können wir die Ketten von dem zerstören? Kann das sein? Ich glaube ja. Kommt, wir werfen mal hier in die Mitte. Dynamit. So. Aber platzieren wir noch daneben noch eine Tellermine. So. Und dann würde ich sagen, wir platzieren hier nochmal eine S-Mine. Weiter vorne. So. Scheiße, er kommt zurück. So, kommt. Wir schaffen das, Leute. Wow, 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 wow. Ich hoffe einfach, der geht jetzt hoch. Ich hoffe es für den Tank. So, wir haben hier noch so eine TNT nochmal. Kommt schon, dann fährt er hier lang. Und? Es geht nicht hoch. Doch. Was ist mit dem anderen Baum? Oh Mann. Oh Mann. Okay, scheiß drauf. Komm schon. Los. Hey, warum war eigentlich gerade die Markierung nicht da, wo wir das hinwerfen? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. Komm, das hat er dabei. Bitte nochmal eine Mine. Eine Granate. So. Wo ist das TNT jetzt hin? Das ist gar nicht. Das müsste eigentlich hochgegangen sein, die Mine. Müsste man eigentlich zumindest meinen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier nochmal ein zweites Dynamit. Die wollen mich doch verarschen. Der muss jetzt sterben. Der blöde Tank. So, ich lege mich jetzt hier hinter mit Unterschallmunition und schieße dann genau, wenn der hier vorbeifährt, drauf. Ich hoffe jetzt bloß, er sieht mich jetzt nicht. Ansonsten haben wir hier echt ein Problem. Wir müssen ihn bloß treffen. Das ist die Sache. Aber wenn die Lunge gut geleert ist, dann schaffen wir das auch. Aber davor musste der da drüben nochmal weg. Jawohl, Hodentreffer. So, kommt schon. Wir warten. Wir warten, wir warten, wir warten. Der wird 100% gleich wieder zurückkommen und dann haben wir ihn. Wir werfen aber nochmal die Granate, vielleicht kommt er dann Zeitscher. Hat die Granate ihn nicht getroffen? Ach, der ist nicht mehr dort, der ist ganz weit dort hinten. Ja. Dann machen wir mal noch was hier einfach mal so noch hin. Ich weiß nicht, ich will es mal probieren mit so einer Falle hier. Kommt, wir legen die mal bis hier hinter. Halt. So. Scharf machen. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Hierher. So, kommt. Wir ziehen das jetzt bis hier hinter. Und hier ist der Endpunkt. Ich glaube, der fährt irgendwann links lang. So, deshalb. So. Kommt. Der wird doch jetzt hier durchfahren. Aber erstmal muss er zurückkommen. Erstmal muss er zurückkommen. Das ist eben immer so eine Sache. Wann kommt er zurückgefahren? Ich hoffe jetzt, der fährt langsam hier lang. Ja, er kommt zurück, er kommt zurück. Ja, wenn wir hier dort reingehen würden und hier vielleicht Dynamit, sollte eventuell auch gut klappen. Wir werfen mal hier noch so eine kleine Mine hin. So.
Nochmal hier hin. So. Machen wir so eine Art Minenfeld für ihn. Weil das kann er dann auch irgendwie nicht umgehen. So, und hier haben wir das Dynamit. So. Und wir schießen dann drauf, wenn er dann da ist. Kommt schon. Och, kann er nicht irgendwie Speed einlegen, der Tank? Kann man eigentlich runter? Nein. Schade. So, normale Munition. Ich bin bereit. Ich hoffe, dass mit der Lunge hier geht noch ein kleines bisschen weiter runter, damit wir dann noch präziser schießen können. Ich bin aber auf jeden Fall bereit. Wenn der Tank hier lang kommt, Leute, haben wir ihn. Dann haben wir den. Ich hoffe jetzt einfach mal, der kommt langsam mal. Ich meine, er nähert sich zwar schon, aber ich sage mir, ist ein kleines bisschen zu langsam. Oder wer weiß, falls tun schon die Dinger hier ihn zerstören. Hä, wo sind die Minen hin? Ich sehe die gar nicht markiert. Okay. Das ist seltsam. Mal sehen. Der darf uns ihn bloß nicht entdecken. Wenn wir dann hier drauf auf ihn schießen wollen. Okay, da kommt er. Unser guter Kollege. Er kommt immer näher. Oh man, ich hoffe einfach nicht, dass er uns entdeckt. Ansonsten war's das. Das war's dann für uns. Weil dann wüsste ich nicht, wie wir hier ganz schnell noch wegkommen. Nur dort reinrennen. So, ich hab mal noch was bereit. Ah ne, Granaten haben wir gar nicht mehr. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Alarm. Na toll. Jetzt muss es funktionieren, der Tank muss weg. Hier haben wir nochmal eine Mine. Komm vor rein. Ich glaube, das sehe ich die Mine. Na toll, er kann sich nicht mehr bewegen, der Tank. So wie es aussieht. Na toll. Wie spreng ich ihn jetzt? Ich muss das Dynamit nochmal zurückholen. Aber können wir jetzt hier irgendwas zerschießen von ihm? Halt hier. Kommt. Kanonierkill. Kommt schon. Let's go, Leute. Rucksackladung. Und weg hier. Ciao, Kollege. Schöne Explosion wünsche ich dir. Wow. Jetzt wird's abgehen. Hey, ich will meine Fallen mitnehmen. Sollten wir hier nochmal auf den Tank stoßen. Hey, komm. Die auch noch. Sehr gut. Was ist jetzt hier? Müssen wir jetzt noch die anderen Missionen machen oder was? Informationen finden. Und dann müssen wir hundertprozentig auch noch machen. Na geil. Boah, die Folge wird ja mal ewig gehen hier. Na gut, das sind ja auch alles nur kleine Nebenmissionen, wenn man es so sieht. So, kommt, wir rennen jetzt hier lang. So. Auf nach vorn würde ich vorschlagen. Ah, das Gebäude ist ja direkt hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, Kollege? Kollege? Ey, Kollege, stirb! Sehr gut, so. Find heraus, wohin die Lieferung gebracht werden soll. Wird gemacht. Wird gemacht. Autsch. Boah. Das ist immer so heftig, wenn wir plötzlich die Granate treffen. Und hat bestimmt was Nützliches dabei. Ich muss den Zielhafen dieser Ladung finden. Okay. Ist er wohl hinter Schloss und Riegel aufbewahrt? Was hat er denn hier drin? Laut Dokument ist die Fracht für Allagra bestimmt. Und es gibt Probleme mit der Mafia, die auf der Werft lange Finger macht. Gut zu wissen. Bombersignal geben.
Okay. Finde ein Funkgerät. Ja. Nett. Also die Mission geht wirklich lange. Okay Leute, ich würde vorschlagen, da die Mission ja nicht mehr so interessant ist, sage ich mal so, was die Story angeht, würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir den Part und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Mission wieder. Lasst eine Bewertung da, schreibt gerne einen Kommentar, teilt doch gerne das Video und ja Leute, haut rein und ciao.